Otto fährt Traktor im Dunkeln. Hans im Auto. Jetzt war Lois. Otto fährt Traktor im Dunkeln. Lois im Auto. Ja. Hans im Auto. Lois im Auto. Lois im Otto. Nicht Louis, der Host sondern ist doing Louis. Something. Der Host ist doing something else right now. Webseite stumm schalten, das will ich gerade nicht. So. Ja. Warum steht da immer noch heute, aber vielleicht Genshin Impact und die Story? Das ist falsch. Bei mir steht das denn nicht. Das ist beim Twitch-Link. Ah. Also den ich auf Twitter poste aus irgendeinem Grund. Ja. So. Da steht halt wirklich immer noch heute, aber vielleicht Genshin Impact und die Story und das ist viel zu lange her. Hallo, sieht man das? Da sind zwei Leute, die da zugucken. Sind wir das? Ja, das sind wir. Cool. Krass. Oder sind wir das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das vom Ton her alles passt. Wie hältst du das denn? Was hältst Sekunde. Du davon? Ja, dessen gucke ich, was mir da geschrieben wurde. Oh Gott. Warum? Passt schon von Tora. Ja, werden wir ja gleich sehen. So. Was läuft? Hier steht neues Spiel, Spielladen, Option und Kalibrierung. Ich weiß nicht, was Alter, neues Spiel, Brudi. Neues Spiel? Neues Spiel. Als Ferdi. Sollen wir als Ferdi spielen oder als Fer wollen wir spielen? Ja, wir spielen als Fer. Du kannst hier, glaube ich, auch einen Namen eingeben, der dir einen Bonus verschafft, aber ich weiß nicht was. Ich habe mich mal Stu genannt. Gut. Disco Stu is here to meet you. Oder was? Wenn wir halt nicht Ferdi sind, dann sind wir, keine Ahnung. Wiegald. Werner Wiegald. Von der Lippe. Nicht, dass da Werner Wiegald hinpasst. Ich glaube, Werner ist schon zu viel. Werner? Werner, da passt nicht mehr hin. Sollen wir einfach Werner sein? Okay. Jetzt müssen wir uns damit zufrieden geben. Normal, einfach oder schwer? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das für einen Unterschied macht. Wahrscheinlich Schaden. Oh, das ist Ferdi. Alter Ferdi. Sind wir Nummer 2 oder Nummer 1? Wir waren die erste Nummer 2. Also sind. Oh fuck. Nein. Ich möchte Nummer 5. Warum machst du das immer weiter? Ich tu nichts. Wir spielen über den gesamten Globus. Episode 1. Ein neuer Hüpfer. Zu setzen. Endlich wird es der Welt gelingen, Butter zu recyceln. Hey, das war echt. Okay, gib mir den Tanzdingsilator. Das lila Dings da. Ah! An? Ja? Haha! Ich bin wieder da! Ergebt euch Cortex! Probier's doch! Hey du Genie, ich kann dich nicht hören. Ich bin ganz weit weg und fliege wie ein Hovercraft oder sowas. Ich kümmere mich um sie. Ich habe viele Jahrhunderte lang gegen das Böse gekämpft. Was? Du hast nicht meinen Körper! Hilfe! Hilfe!
Ich tue jetzt wieder Böses. Tschüssi. Gutes Crash, Design. Ich hoffe, dass wir halten. Zack, Bilden. Ich werde hier ein bisschen bleiben. Ja. Crash. Zum Gehen oder Rennen bewegst du ja einfach den linken Analogstick. Das lässt mich nicht ein Spiel. Gut. Lässt mich nicht. Warum nicht? Keine Ahnung. Warum läuft der so zappelig jetzt? Sekunde, ich connect und kurz den Controller neu. Ich sammle währenddessen. Das lässt mich nichts machen, gut. Warum hat es dann eben geklappt? Keine Ahnung. Soll ich dich eben per Parsec neu reintun? I guess. Hey, da bist du. Ah, okay, gut. Das ist ja überlicht. Au, sein Dings. Halt die Antwort im Mund, wenn du niest. Was willst du denn da noch? Warum willst du da immer hoch? Da oben. Da ist nichts. Ich hab das doch schon geholt. Okay. Hier unten ist auch noch, ne? Oh. Das ist schlimm in alten Spielen aus irgendeinem Grund, dass man nicht voneinander weggehen kann. Ja, weil halt die Prozessoren damals scheiße waren. Und weil es halt nicht geplant ist, dass was auseinandergeht, weil es halt nicht für online geplant ist. Selbst wenn du auf der Couch zusammenspielst, ist das schon besser, wenn du auseinandergehen kannst und nicht immer von dem anderen zurückgezogen wirst. Oder zumindest mehr Reichweite da hast, aber dann musst du halt die Kamera so rausfahren. Hm. Wer zu lesen? Wie läufst du? Mojo. Gut. Gut. Dann halt nicht. Vor allem Mojo, warum ist das nur hier so eine Sache und das wird nie wieder angesprochen? Hey, in meiner Overmütung ist doch. Ja, das ist nur hier so eine Sache und wird nie wieder angesprochen. Crash, drück die Quadrat-Taste, um etwas zu zerschmettern und magisches Mojo zu sammeln. Je mehr du sammelst, desto stärker bist du. Was ist überhaupt magisches Mojo? Mojo, Mojo. Wer wohnt hier überhaupt? Crack. Der verschollene Bruder von Crash. Crack. Cracks Tagebuch. Wenn wir präziser werden wollen, dann musst du in meinen Rucksack. Was bin ich, der Pussy? Nein, ein Plüschtier. Dankeschön, jetzt bin ich in deinem Rucksack. Oh. Und du hast nicht das Teil geholt. So, jetzt bin ich dran. Oh nein. Dieses blöde Runterrutschen. Das tut halt auch weh, wie die Kamera hier rumfliegt. Nein! Ja! Hallo! Guten Tag! Ist nicht aus? Nee, das ist gerade gemütlich. Aua! Kennst du diese Leute, die Aua sagen, wenn sie geschlagen werden in einem Spiel? Das ist ein gutes Commentary. Hör auf, mich zu schlagen, das tut weh. Schlag mich nicht, ich bin voller Schock, ich will nicht laufen.
Kann übrigens sein, dass hier manchmal so Soundfehler reinkommen. Ja. Oh, lesen. Na los, Crash. Spring mit der X-Taste und drück die X-Taste in der Luft erneut, um einen Doppelschlag auszuführen. Das bin ich. Eine Pussy? Was war das nochmal für eine Voice-File, die du da immer rezitiert hattest? Das, wo man den Helikopter Dings lernt. Und springen und drehen und dann springen und drehen und springen und drehen und springen und drehen. Irgendwie so, was war das? Wieso machst du die Pflanze komplett kaputt, wenn du das... Boga Boga! Schnell, auf den auf die Da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr! Zu viel Nasenhammer? Ja. Da kommen auch noch mehr, glaube ich. Nee. Erledigt, Crash mit dem Ding. Schlecht gekämpft. Oh nein, du hast den super Fuß. Warte, was passiert, wenn du mich damit trittst? Ah, cool. Wow. Wir müssen ja auch noch den Combo-Dingens kriegen, ne? Ja. X-Taste, ich spiele mit Xbox-Controller. Ich auch, obwohl ich einen PlayStation-Controller habe. Ah. Willst du Konzeptzeichnung? Ich gebe dir Konzeptzeichnung. Boga Boga! Hui! Hui! Hier tötet man sich einfach nur gegenseitig. Ja. Ich sehe, dass du da fliegst. Bitte warten! Gut. Guten Tag. Geselect, um dir das Tutorial anzusehen. Welches Tutorial? Fällt einfach nur runter. Du hast einen Mojo-Multiplikator eingesammelt. Jetzt bekommst du immer für kurze Zeit Bonus-Mojo, wenn du etwas einsammelst. Rein da. Watcher Wahnsinn. Zwei Punkte multipliziert, der ist einfach schon weg dann. So weit können wir nicht auseinander, ne? Ja, das sollten wir am Ende machen. Das nur, das zählt nicht. Gut. Wir haben es bei Null geschafft. Ja, nicht vergessen, da kommt gleich noch Mojo runter von da. Ja, da hinten jetzt. Und wenn's, ja. Jetzt, wenn wir jetzt hier warten, ist das weg. Warum? Boga Boga. Ist auch nicht so viel. Huh? Wir können nicht mehr runter. Wo bist du?
Hä? Warum kann ich da nicht mehr runter, wenn du da runter gehst? Das ist eine schlaue Idee. Ich meine, das hat funktioniert. Ist hier unten noch was? Ich komme hier nicht runter. Komm runter. Mich halt mit. Ja. Was? Warum hat das gelacht? Weil du gestorben bist. Ich lache immer, wenn du stirbst. Hä? Habe ich ganz zum ersten Mal gehört. Hier für den Combo okay. Ich weiß noch, ein Level, das nicht mal so weit entfernt ist von dem jetzigen hier, da braucht es irgendwie 60. Ich meine, gestern hier ist ein Tutorial. Die Stelle hier hat mich immer an Tony Hawk erinnert. Springen und springen und wirbeln und springen. Und wirbeln und springen. Crash! Drück in der Luft wieder Crash. Drück in der Luft wiederhol die Quadrattaste Crash. Drück in der Luft wiederhol Crash. Drück in der Luft wiederhol die Quadrattaste, um dich wirbeln zu drehen und langsamer zu fallen. Wirbeln und drehen und wirbeln und drehen und wirbeln und drehen und wirbeln. Du springst auf den Kopf, wenn du wirbelst und drehst. Ich finde das hier cool im Level, dass du nachher da oben rumläufst. Nachher, du meinst jetzt? Ja. Also nachher, wir müssen da noch hinkommen. Gut! Das war wohl glitschig. Toilette! Du hast einen Überwachungsroboter, der dich nicht mehr schützt. Zerstör alle, um noch größere Belohnungen zu bekommen. Ach, du meinst das hier oben? Ah, ich dachte, du meinst, wo hier gerade drauf sind. Wo hier gerade drauf? Wollen wir hier machen, dass wir die Kostüme bekommen, oder ist uns das egal? Rutsch da runter. Gut. Du da halt auch einfach verschwindest, du fällst nicht ins Wasser oder so. Funktioniert das denn noch gut bei dir, trotz Stream? Gut genug. Fühlt sich halt an, als würde ich, keine Ahnung, ein Spiel mit 5 FPS spielen, aber 10 FPS haben. Keine Ahnung. Nicht zu nah da dran gehen, sonst kommen hier nicht so viele Gegner. Nicht zu nah rangehen. Nicht so nah rangehen. Sonst machst du das. Normalerweise kommt da nämlich kaum was. Danke, Crash. Meine Kräfte konnten nichts gegen sie ausrichten. Diese Kreaturen sind voll böser Magie. Seltsame Dinge liegen in der Luft. Ja, ja, ich habe keine Füße. Na und los jetzt!
Crash. Bogele. Da kommen sie auch hin. Ja, aber normalerweise kommen schon vorher noch welche. Aufpassen. Komm hier rüber. Links. 2, 3, drum. Links, 2, 3. Tschüss. Hallo. Hallo. Ich hab nichts gedrückt, ich bin einfach direkt zu dir teleportiert worden. Ja, das war bei mir vorhin ja auch so. Nö, bei dir bist du doch gestorben, da hattest du dann dieses 5, ja. 4, 3, 2, 1, ich hatte das nicht. Ja. Aber die Musik hab ich. In der Playlist. Ich finde, das ist eine gute Musik. Den können wir jetzt ganz oft einfach killen. Ja. Und dann die Klamotten von dem kriegen. Aber. Krieg auch einen. Nein. Hier muss er links zerstören. Aua. Crash, drück die Dreiecktaste oder halte die Dreiecktaste gedrückt, um den Angriff mit zusätzlicher Wut zu machen. Wenn du den jetzt, wenn du einfach von dem runterspringst, dann kommt ein neuer. Ja. Ja, nicht wenn du das so machst. Sobald du es zerstört hast, okay, dann kommt einer. Das ist bestimmt eine schlaue Idee, mit zwei davon rumzulaufen. Ich finde auch cool, dass es davon immer verschiedene Farben gab. Ja. Hurra, ein Duell! Sag mir das vorher, bevor du das machst. Komm. Kann ich blocken. Hier runter. Hier ist die erste von diesen Brücken. Aber das ist nicht die Brücke, durch die wir gerade runtergegangen sind, glaube ich. Hä? Ich wusste nicht, dass das geht. Ich auch nicht. Das ist Silberne, die war nochmal cooler. Ja. Fuck you. Da kommen gleich drei. Ja. Aber da ist das Level auch zu Ende. Ja. Was? Beobacht ein Babyfahrer? Ja. Das bringt das Spiel durcheinander, wenn wir das die ganze Zeit machen. Da ist der nächste, da ist noch einer. Noch ein Steck, noch ein Steck. Du? Wir dürfen nur noch nicht den Baum da aktivieren. Ja. Ich nehme den Zeppelin. Nimm ihn. Doppelpunkte. Wie funktioniert das? Ja. Das wollte ich nicht. Oh, jetzt separate Kombozähler und eben zusammen.
Ihr habt eine ganze Zeit separat, wenn wir beide gleichzeitig Kombos machen. Nee, vorher nicht. So, jetzt lass unsere Typen noch zerstören. Easy. Das sieht auch voll so synchron aus. Ja. Spielrobots. Combo Kong. Oli Oli. Oli Oli. Booga Booga. Ich bin erfolgreich. Das hatte so spaßige Soundeffekte. Ja. Wollen wir uns die Sachen hier von denen angucken? Okay, wenn du willst. Die Radnicker. Diese kleinen Kerle wurden durch Uka-Ukas Mojo und Cortex Wissenschaft erschaffen. Möglicherweise sind sie so zerbrechlich, wie sie aussehen. Oh, ich könnte den ganzen Tag über diese Idioten weinen. Wissenschaft! Hallo, Hallöchen! Cortex muss siegen! Cortex muss siegen? Den Salat. Geister! Der Salat ist verflucht! Hä? Hä? Geister, oh, der Salat ist verflucht! Wir sind ein friedlicher Planet von Kriegstreibern! Wissenschaft! Hallo, Hallöchen! Cortex muss siegen! Ich leide unter dieser Art Blindheit, durch die man nichts sehen kann! Wow! Da haben wir den Salat! Geister! Der Salat ist verflucht! Oh, jetzt fängt der Beißspaß an! Angriff! Wissenschaft! Blöd, dass man da nicht selber sich so ausrufen kann, was die sagen. Muss man da so viel durchklicken. Ich habe auch das Gefühl, das lädt länger, wenn man zusammenspielt. Dieser raffinierte Kerl greift Bandicoots gern von unten an. Mag kleinere Diebstähle und Liebesromane. Alles sehr schlechte Angewohnheiten. Ja. Episode 2. Eine Geschichte über das Älterwerden. Was war das nochmal im Englischen? A story about growing old. Keine Ahnung. Das sind ja alles Filmreferenzen. Ja. Warum die noch Filmtitel? Oh, den Typen, den habe ich nicht. Alter, deine Mutter. Der verschwindet halt auch so schnell, den trifft man nicht so oft. Ja. Jo, Rudi. Jo, Typ in einem fetten Stuhl. Kannst du Feinde mit einem Schlag betäuschen? Oh Gott. Gut. Das findest du wohl wieder super lustig, was, Malfoy? Da kommt jetzt noch einer. Ja. Da kommt noch, ey. Da kommt noch einer. Combo. Was sind das eigentlich? Mammut-Elefanten? Panzerfanten. Mammut-Elefanten, fuck, vor allem. Zweck, Entschuldigung. Mammut-Elefanten, ich meine Bär-Elefanten natürlich. Ja. Wie heißen die Teile eigentlich? Wüsste ich gern. Warum werde ich jetzt so oft retweetet von mehreren Twitch-Sachen, wenn ich
vorher, als ich dann den Valomat gemacht habe und da Anarchie als Dingens reingeschrieben habe, da wurde ich gar nicht retweetet. Voll komisch, ey, was soll das denn? Was machen wir denn währenddessen? Uns die Fünfte angucken, die da richtig rumrast. Ich sehe auf jeden Fall, dass da schon wieder das nächste Rezo-Video raus ist und das will ich mir nachher auch wieder angucken. Aber jetzt nicht. Okay, ich bin wieder da. Guten Tag. Guten Tag. Geht es Ihnen? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt das Spiel fortgesetzt. Nee, mein Controller funktioniert schon wieder nicht. Sekunde. Weil ich rausgetappt habe. Aua, aua. Deiner ist irgendwie lila. Ja. So, jetzt müssen wir meinen killen. Warte, wir machen es so. Ach, fuck you. Ich hätte jetzt gesagt, wir hätten das Drehdingens gemacht, dann hätten wir dadurch Combo sammeln können. Aber jetzt kommt doch, glaube ich, der. Der Dingens. Fuchs. Der Stachler. Der Stecht. Der Stachler, den haben wir schon getroffen. Ah. Hecht. Warum würdet ihr den fallen lassen dann? Und er schießt am Anfang immer voll in die falsche Richtung. Diese coole Rennanimation. Ja. Aber sonst sind die eigentlich für nichts gut. Gib mir den Blau. Versuch dahin zu kommen. Ich würde hier gerne auch wieder runterkommen. Warum sind das immer so feste Kameras? Kannst du hier auch mal runter? So, dann schieß ich mal ab. Gut platziert. Das sind halt diese Sachen, die das Spiel dir nicht unbedingt direkt erklärt. Ja. Warte. Warum hängt das jetzt wieder? Du rennst schon wieder da oben hin, obwohl hier unten was ist. Komm runter. Ah, das Zeug, das wir verlieren. Was? Ah, ich habe da gerade was geöffnet und du kommst hier einfach nicht runter. Das ist Zeug gewesen. Das hast du weggemacht. Das leckt gerade richtig bei mir rum. Du läufst hier nur langsam herum. Wie
groß ist dieses Teil eigentlich im Real? Hallo? Hä? Es hat mich gerade disconnected. Hab ich dir gerade wehgetan, indem ich auf deinen Kopf gesprungen bin? Nö. Keine Ahnung. Du hast gerade Schaden bekommen. Und wann kommst du wieder? Ich hatte einen Disconnect, wie gesagt. But waiting to connect to Mega Terrorist. Ich tanze. Die Wurst! Die mit der Mühle. Waiting to connect. Gelüm. Muss ich da was tun? Keine Ahnung. Willst du das durchlesen? Oh, gesperrt. Gesperrt. Hier oben war übrigens was. Also wenn wir hier hochkommen irgendwie, was du uns gerade irgendwie ein bisschen... Ja gut. Mach's rückwärts, Alter, einfach nur hoch. Ja. Hier ist es, glaube ich, sogar, wo du richtig viele Kombos kriegen musst. Und es geht am Ende. Was zum Teufel ist gerade passiert mit dir? Keine Ahnung. Kann ich mal da rechts runterspringen? Ich drück nach rechts, wenn ich springe. Wow. Mit dem richtigen Timing kannst du hier hochspringen. Ich komme nicht mehr raus. Mit der X-Taste hoch, stoß dich von der Wand ab und drück erneut die X-Taste, um noch höher zu springen. Hä? Hier nicht aus. Nicht schlecht, Herr Schlecht. Hol ihn dir. Und dann schießt die alle ab. Schuss. Ja, den Seiten. Jetzt guck dich hier an den Seiten aber auch um. Und renn hier nicht einfach weg. Ich wollte die Kisten zerstören. Das Ganze, wie wir hier spielen, das ist im Endeffekt einfach nur eine Visualisierung von. Nicht so tief, Rüdiger. Manchmal ist an den Seiten diese Kugel, wo du dann das Ding jetzt opfern kannst. Wie schnell die einfach sind. Speed. Ist das ein Penis? Das sieht eher aus wie ein schreiender Vogel. Ach, du darfst hier raus, aber ich nicht. So, hier ja. Auf der anderen Seite ist doch bestimmt auch noch was. Weil wir da oben nicht lang gelaufen sind.
Aua. Ist gutes Commentary. So, das war's. Das war's. Was soll denn? Gut. Ich war einfach weg. Bob, wenn ich tot bin, hast du einfach keinen Rucksack mehr. So, und hier muss man die Kombos kriegen. Raus! Nein! Das Blöde ist, wenn man dann dieses blaue Ding ins kriegt, weil dann ist eh alles versaut. Ja, die muss man irgendwie 35 oder so kriegen oder 60. Mussten wir immer so machen, dass ich alleine hier irgendwie kämpfe gegen die und dann den Drehmove mache, weil da kriegst du viel mehr für und tust dir weniger weh. Kampf auf den Tod. Gewonnen. Sag ich ja. Ja. Wenn du alles auf Gold kriegst, dann kriegst du das Valentinstags-Outfit. Ja. Bäber. Unterhose. Bär und Eber? Bär und Eber? Das ist auch so ein tolles Bild für die Mission. Ja. Ich hatte schon wieder einen Disconnect. Dieser Typ ist schlechte Laune in Person. Muss ich dich hier wieder accepten? Yes, ja. Hey, jetzt willst du ja noch mal rein. Obwohl du schon drin bist. Und eine neue Version hat viel mehr Millisekunden drin. Über 600. Über 1000. Dein Alter hat nur 75. Siehst du wieder was? Hallo? Ja, hallo? Siehst du wieder was? Ja, aber das liegt gerade sehr, sehr, sehr. Also, ich habe gerade Standbild. Millisekunden. Gut. Er sticht. Diese farbenfrohe Kreatur bleibt gern auf Distanz und wirft mit rasiermesserscharfen Federn, die dich wie Butter durchschneiden. Woraus setzt sich Stecht überhaupt zusammen? Hä? Warum sagst du mal Hallo und dann. Ich verstehe dich nicht mehr. Du hast einfach Internetprobleme gerade. Ja, ich frage mich warum.
Wahrscheinlich, weil du dir ein Spiel übertragen lässt und gleichzeitig einen Stream guckst oder so. Den Stream gucke ich nicht. Ich habe den Stream offen, aber ich habe den auf Pause gerade. So, was sagt denn... Okay, du hast immer noch 800 Millisekunden, aber es geht langsam rund. Okay, es geht wieder hoch. Auf 1000. Gut. Was kannst du denn für dein Internet tun? Investieren. Was sagt die Konzeptgrafik dazu? Okay, ich weiß nicht, was das damit zu tun hat. Warte, warum war da gerade... Da war doch gerade die Umgebung von dem ersten Level. Hier, das ist doch vom ersten Level. Ja. Ja. Kannst du jetzt wieder mitmachen? I guess, keine Ahnung. Soll ich Story fortsetzen? Okay, dann setzt du halt die Story vor. Episode 3. Die Reisen einer Null. Ja, wir haben zwei Leute gekillt. Ja, wie? Die sind da runtergerutscht. Wieso fliegst du? Das sind die Reisen einer Null. Keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Komm rüber. Ich kann nicht. Hey, der Stachler. Hängst du da jetzt die ganze Zeit hinten drin rum? Dankeschön. Schnell auf den Gepäckträger mit ihm! Auf den Gepäckträger mit ihm! Ja. Hier ist wieder so eine. Ich rieche los. Ich bin getroffen. Ich finde diese komische Brücke komisch. Warte, was war da gerade? Links, Mojo. Wo ist da welches? Soll man hier doch so komisch rumdrehen oder was? Ja. Dass einem übel wird. Ist immer so schnell vor. Da hoch kommt man doch auch. Irgendwie. Oh Gott. Wow, du warst hilfreich.
kommt jetzt gleich diese eine coole Stelle. Ach, Diana. Ja, die hier, wo das so ein komischer Wassertempel ist. Das ist ein Fallrückzieher. Ein Fallrückzieher? Ja. Ach, die Stelle meinst du? Ja, wenn du nach hinten, also wenn du fällst und dann nach hinten schießt. Nach hinten schießen? Nach hinten schießt, wie nennt ihr das denn? Keine Ahnung. Es gibt, übrigens, das habe ich letztens gelesen. Warum nennt ihr das Klo Besen? Was? Klobesen. Klobürste heißt bei euch Klobesen. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Hab ich gelesen. Österreichisch Klobesen. Diese Zeitlupen, die kein Mensch braucht. Man kennt's. Unnötig. Bugga, bugga. Okay, da war nichts. Obwohl, wenn man da manchmal hochgeht, dann fällt da was runter. Sobald wir das die ganze Zeit machen können, weil dann werden wir es auch die ganze Zeit tun. So. Hat die Musik gerade gesagt? Ich weiß es nicht, was die Musik gesagt hat, aber du bist tot. Ach, stimmt ja. Was stimmt? Da war ja was. Ja, man musste den bis hier oben hinbringen und dann killen. Das habe ich nicht mehr so im Gedächtnis gehabt, weil ich das Spiel nicht mehr so oft gespielt habe nach einer Zeit. Warum schwebt das eigentlich in der Luft? Weil Moto. Moto, Moto. Konzept ist plötzlich da ist. Warum wurdest du jetzt nicht ausgewechselt? Keine Ahnung. Jetzt schon. Hallo. Bum, bum, bum. Nicht schlecht, Herr Schlecht. Los geht's. Krieg. Das hier direkt schon bis zu dem Tempel rüber? Ich weiß gar nicht mehr, wie lang dieses Level war. Oh Gott. Das kann ich ja auch. War hier nicht auch noch was?
Ich glaube, das Levelende, oder? Nee. Kommt hier jetzt nicht noch so ein Kampf und dann kommen solche schwebenden Plattformen und sonst alles? Bisschen vorher killen. Mit welchem Ding? Da oben hätte sie einen Stecht für gebrauchen können, da oben, um das abzuschießen, obwohl da kommt man auch so hoch, glaube ich. Irgendwie. Oh Gott. Wow, was ein Move. Ich glaube, man kann auch machen, dass wenn man sich ganz schnell dreht, dass dann auch automatisch, wenn du dann den Knopf drückst, dass du von denen runterspringst, dass die automatisch gekillt werden. Nimm das! Ja. Auf den Objektträger. Aua. Du hast mich einfach gekillt. Ja. Das ist schlecht. Sollte so oft wie möglich die wechseln. Das doch mal, wenn. Ja, okay, lacht das nicht, weil hier kommt jetzt gleich dieses Bauteil. Aber wenn wir demnächst mal wieder einen kriegen, dann drehen wir uns einfach mal. Ja, und dann kommt hier gleich das mit dem Bäber und dann muss man da auch noch mal über so ein Ding jetzt rüber. Hier fand ich das so cool, dass hier die Musik sich gleich total ändert. Ja. Das ist mir jetzt nicht wert. Also sobald wir hier hinterkommen. Einfach gestorben. Gut. Hallo, da bin ich. Wow. Hat dich überhaupt nicht interessiert? Das wäre super mit der Kamera. Sturm an die Front! Das
mich die doch alle einfach patchen, dann kriege ich vielleicht unseren Anzug dafür. So, nach links gehen, da ist eine Toilette. Beeil dich mal! Rechts gehen, beeil dich mal! Lass mich mal das jetzt ausprobieren, ob das geht. Ob das mit dem Drehen geht und dass man den dann automatisch kaputt macht. Ich meine, da wäre irgendwas. Das klappt irgendwie nicht. Stück Alter ist kaputt, Alter. Vorne ist wieder so ein blaues Teil. Ja. Die Katze Crash. Kommt so auf, wenn es du den ist, nicht wie hast. Ich fürchtete. Cortex und Uka-Uka stehlen das Mojo aus dem Tempel. Das muss mit den Mutanten zu tun haben, die wir bekämpft haben. Da drin befindet sich ein enormer Schatz an Mojo. Es ist fast wie ein Phonoxes Mojo. Schnell, Crash! Kann man hier eigentlich Untertitel anmachen? Ich glaube nicht. Haben wir nicht nachgeguckt. Achse umkehren. Ja. Chor Bock springen. Ja, das ist, wenn wir... Ja. Das ist, wenn wir springen, dass wir automatisch zum anderen wechseln. Was nervig ist eigentlich. Oh, der sieht saftig und lecker aus. Der sieht saftig und lecker aus. Wolle, wolle, lass mich die gehen. Wie funktioniert dieser Presslufthammer? Vielleicht ist. Sekunde. Ist das gemeint? Nee. Keine Ahnung. Hier ändert sich die Musik so cool. Oh, cool. Sekunde. Keine Ahnung. Alter, Plattforming, das ist ja Dark Souls des Plattformings. Das hätte man mir jetzt auch geben können. Dass man einen immer hier vorne hinsetzt, das hilft mir auch so viel. Ja, für dich ist das auch super. Okay. Hallo. Halt dich doch fest! Weil das wirklich auch Bock springen hat. Warum klappt das hier besser? Ja klar! Der hat sich festgehalten! Mir nicht wert. Hallo, da bin ich. Jetzt sterbe ich hier, während ich da stehe. Hier ändert sich die Musik so cool. Oder? Ich höre die Musik kaum. Ja.
hier nicht auch noch Gegner irgendwo? Weil da vorne ist es vorbei. Und da lernen wir dann auf Dingens zu surfen. Ja, auf dem Gesicht. Sind zu fett. Body, body. Aber direkt nächstes. Speedrun. Episode 4. Tempel des Tempos. Tempo ist keine geschützte Marke mehr. Jetzt springst du einfach nur nach vorn direkt. Hallo. Hallo. Ich habe mich immer gefragt, was da für Affen sind. Ich habe mich immer gefragt, warum deine Treppe einfach so hochkommt. Ich habe Harry Potter damals schon gelesen gehabt, ich wusste das. Aus keinem besonderen Grund. Ja. Da sind Affen. Jetzt sehe ich hier unten blöd. Ach, das kannst du auftreten. Nicht mich! Ich warte eben auf dich, bevor ich da jetzt drüber springe. Das sollte man eigentlich so nicht machen. Da sollte auch eine unsichtbare Mauer, glaube ich, sein. Scheinbar nicht. Normalerweise geht man erst dort rechts, glaube ich, lang. Oder eine Liane oder sowas ist. Oder kommt die jetzt erst? Nö, die ist da schon. Hallo! Kannst du das da hinten auch abschießen? Also rechts. Rechts, nicht geradeaus. Das leckert ja rum. Ich meine nicht das links, ich meine das rechts. Das da. Oh yeah, jetzt kannst du es öffnen. Wow. So rum macht man das eigentlich. Ja, eine tolle Zunge. Höflich. Anhöflich? Oder musste man den einfach nur die ganze Zeit drehen, damit er stirbt?
meine, da wäre irgendwas, wenn du das machst, ist der automatisch. Ich meine, Overmutant. Gut. Ich hab meinen Overmutant nie gespielt. Oh. Tschüss. Okay. Der Luftgrinder. Ja. Ich darf, du darfst nicht. Manchmal kann man das machen, dass beide das können. Normalerweise will man nicht diese Federn bekommen. Ach, stimmt, da war ja was. Das war cool. Hier ist auch. Ja. Rechts und links. Und hier ist die Musik. Ich wusste nicht, dass die hier schon kommt. Was wird das? Mayday, Florence Day, Milchcafé. Wann bin ich denn hier wieder Fahrer geworden? Als ich gesprungen bin. Okay. Ratnicker-Kostüm, das sehen wir uns an. Was uns jetzt auch voll viel bringt, weil das ist das letzte Level, wo die drin vorkommen. Glaube ich. Ja, die kommen doch später nochmal da, wo der Gefriertyp kommt. Glaube ich. Dann können wir die wegkicken. Wir wollten doch da rein. Wo waren die nochmal versteckt? Gute Frage. Vor das eine. Dann wahrscheinlich in diesen. Auf da diesen oben. Kisten. Ich will nicht. Danke. Fuck. Gut. Und dann glaube ich an einer Seite, glaube ich. Okay. Folge mir. Du willst einfach nur hier drin rumfahren. Ja, lernen. Ja, nein. Warum solltest du da nicht raus können? Das ist so Quatsch. Wieso willst du denn rumfahren die ganze Zeit? Hä? Hey, ich bin da gar nicht reingegangen! Hä? Ich will da weg! Es endet nie!
Wir können beide mitfahren aus irgendeinem Grund. Oh Gott, ich hab dich getötet. Du lebst aber noch. Hä? Wieso lebst du noch? Du hast noch so einen mini kleinen Fitzel Leben. Guck dir diesen einen kleinen Pixeler an. Ja. Wohin willst du? Nein. Nein. Hä? Ach ja, ich bin ja tot. Was soll das denn? Was ist da vorne für eine komische Spinne? Bist du zurückgegangen? Ich will raus! Ich hab dich nicht getan! Ich will nicht so eine Frittentüte sein. Vereinsprung! Hä? Wie hast du dich denn jetzt da reingewechselt? Ich bin nicht gesprungen. Kannst du aufhören zu sterben? Hä, warum darf ich da jetzt nicht? Hallo, da bin ich. Hier sind die Konzeptgrafiken. Aus irgendeinem Grund. Super gut versteckt. Wieso sind wir plötzlich hier? Ja. Die Treppen wurden auch super versteckt hier. Ja. Das ist die erste. Hallo, da bin ich. Trash, du gutgläubiger Trottel. Du bist mir in die Falle gelaufen. Jetzt habe ich dich und das Mojo. Cortex, warum machst du bloß immer sowas? Och, es macht einfach Spaß. Du solltest es mal probieren. In riesigen, rumpelnden Maschinen und so rumgurken. Sehr anregend. Okay. Uka Uka hat mir etwas Neues beigebracht, die Mojo-Mutationen. Mit dem gestohlenen Mojo stelle ich eine riesige Armee loyaler Mutanten her. Keine Jammerlappen wie euch. Du Idiot! Und mit dieser Armee baue ich einen mächtigen Roboter! Die größte Weltuntergangsmaschine aller Zeiten! Ich zerschmettere die Bumperinsel und übernehme die Welt! Diesen Roboter nenne ich Dominator! Ja, ja! Was für ein blöder Name! Cortex, kümmere dich um Crash und meinen armseligen Bruder! Ich bringe das Mojo und das Bandicoot-Weibchen zu unserem Stützpunkt. Tente. Der mag Dudelsäcke. Ja. Toilette. Ich hab dir vertraut. Hä, warum wir jetzt alle Spielbots zerstört? Ich hab doch nur einen zerstört hier. Warum rennst du da runter? Mir leckt alles rum. Rennst einfach in den Tod. Vielleicht ich nix sehe. Wir bekommen gerade ein Bild alle 10 Sekunden. Beißen.
als würde mich eine Ameise beißen. Hier verbiege ich mir meine hochnäsige Nase nicht. Gott, der hat mich einfach direkt gekillt. Weg, weg, weg! Den können wir so nicht schaden. Wir könnten uns den Bäber holen. Interessiert die nicht, wenn die angeballert werden. Ja? Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Du warst da doch gar nicht drin. Ich sehe nicht. Der macht die ganze Zeit diesen Move. Der macht den halt nochmal. Kann der mal aufhören damit? Jetzt will er dich kaputt schlagen. Aber das bist doch du. So, Bäber geholt. Schon schwierig genug mit dir. Kannst dich aber ruhig wieder einklicken, damit du es mir wieder schwerer machen kannst. So, geht doch. So, erstmal die anderen Sachen zerstören, damit er da nicht hochkommt. Junge! So, jetzt nervt mich das auch nicht mehr. Vielleicht. Das war ein notwendiges Opfer. Akzeptable Verluste. Gut. Warum rennst du schon wieder rund? Du rennst immer einfach nur nach rechts weiter, ohne Grund. Weil ich nichts sehe, was ich tue. Du drückst doch einfach nur nach rechts. Aurora Borealis. Alter, 58. Kombo-König. Ja, hätte mich jetzt auch gewundert. Wie bist du jetzt schon wieder gestorben? Keine Ahnung. So, jetzt kann er nicht mehr flüchten. Ich habe nämlich alles schon zerstört, bevor der da überhaupt hin konnte. Du glaubst, du hättest gewonnen, du Feldtrottel? Tja, Uka Uka hat jetzt das Mojo und deine Schwester. Du wirst sie niemals rechtzeitig finden. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, kontrolliere ich einen welterobernden Roboter. Oh, ich lache einfach zu gern. Na los, Crash. Wir müssen Goku zurückholen. Crash, wir müssen sie aufhalten. Wir müssen Cortex folgen und herausfinden, wohin sie Coco gebracht haben. Ach ja, er da. Lass ihn hier. Er scheint in Ordnung zu sein. Was ist das für ein Übergang? Das war lächerlich und schockierend. Ja. Du hast Crash Bandicoot nicht vernichtet. Wo ist denn das Problem? Wir haben doch das Mojo und Crash Schwester.
Ich bin mit dem Mojo entkommen. Und das Problem ist, dass Crash Bandicoot noch lebt. Cortex, ich werde dich feuern. Danke, Meister. Du kannst mich nicht feuern. Mein Name steht auf dem Briefpapier. Genau, Muskelprotz. Zeig dem Meister Respekt, wenn du nicht neues Briefpapier kaufen willst. Das ist wirklich tolles Briefpapier. Oh, ich weiß. Glänzend. Cortex, du liegst ja sowas von daneben. Danke. Was? Was meinst du damit? Noch größer, heißer als der erste. Ich stelle dir jetzt eine Nachfolgerin vor. Nina Cortex. Hey, was soll das? Er hat ja noch nicht mal eine Tasse. Bringt den Müll raus, Mädels. Sorry, Onkel. Aber es wird Zeit, dass die Jugend uns zum Sieg führt. Und da wir Coco haben, wird sie jetzt den Roboter für uns bauen. Damit kommt ihr nicht durch. Crash wird mich holen und euch fertig machen. Hoffentlich wird Crash es versuchen. Das hoffe ich wirklich. Ich brauche einen neuen Pelzmantel. Arbeitet weiter am Dominator und macht mehr Mutantensoldaten. Ich will die Wumpa-Insel platt machen. Deine Frisur ist dämlich. Stopf dir das Maul. Ich habe mich damals immer gefragt, das ist doch der Kopf, nicht das Maul. Da! Den Kampf, den habe ich allein gemacht. Du warst im Weg. Ja, wir können uns das Radnicker-Kostüm anziehen. Tun wir das? Ich kann... Keine Ahnung, das Spiel ist momentan unspielbar für mich. Ist das nicht was für uns? Igitopus. Der Igitopus. Diese Kreatur ist Cortex, ein Monster-Rollkommando. Es kann der Wumpa-Insel jedes letzte bisschen Magie rauben und dabei noch flotte Musik machen. Das Spiel ist halt gerade wirklich unspielbar für mich. Und jetzt? Keine Ahnung. Jetzt erstmal Dudelsack. Wenn dir das zu viel ist, dann können wir auch wieder auf Phasmophobia übergehen. Wie gesagt, ich habe dich die Hälfte der Zeit nicht gehört. Schlecht war das gerade. Das wird dann super für dich, wenn du dir das anguckst. Und du einfach nur immer in den Tod rennst. War das nächste nicht das mit der coolen Achterbahn? Nee. Ich meine schon. Als nächstes nicht der Vulkan. Der Vulkan kam danach. Jetzt kam doch erstmal mit den Koalas, wo du die umfährst. Keine Ahnung. Oder willst du jetzt was anderes machen? Also ich würde lieber was anderes machen, als nix sehen. Also Phasmophobia? Ich gehe erstmal aufs Klo.
Dann guck ich noch was. Ja, wir wissen ja, wen wir hier als Türsteher reintun können. Das hier kann man ja nachher irgendwann mal weitermachen. Es hat funktioniert und das war der Test. Wie lange haben wir das überhaupt gemacht? Eine Stunde, eineinhalb. Ist jetzt blöd. Was haben wir denn hier alles Tolles? Noch zusammenspielen kann. Tabletop Simulator, genau. Terraria. Streets of Kamurocho. Battlefront 2, das neue, habe ich deinstalliert. Das will ich nicht mehr aus irgendeinem Grund spielen. Civ kann man machen. Ich hoffe mal, das ging gerade auch von dem Ton her gut. Auch toll für die Leute, die hier Crash of the Titans sehen wollten, später reinkamen und dann nur diesen Typen hier sehen. Das Tolle ist, wenn ich das dann später auf YouTube hochlade, wird das wahrscheinlich als Gesicht erkannt und dann haben die damit ein automatisches Thumbnail. Ich habe eine Nachricht bekommen. Ah, danke schön. Das brauchte ich jetzt. Ich mag das nicht, wenn ich auf YouTube Nachrichten bekomme. Für, ja, wie sagt man das? Für Sachen, die überhaupt nicht wichtig sind. Wenn da jemand streamt zum Beispiel, weil ich gucke mir gar keine Streams auf YouTube an. Profis können Charaktere zeichnen, die sie nicht kennen, nur mit Hinweisen. Können die das?
sonst noch was? WWE. WWE ist eine super schlaue Idee. Da habe ich ganz und gar keine Probleme mit, wenn ich da dann irgendwie Musik zeige. Ist super, wenn man nur das Gesicht sieht. Wir haben da übrigens mittlerweile auch einen neuen Contender für das neue Gesicht. Ist eventuell auch cool. Das muss ich nur vorher irgendwo abspeichern. Das könnten wir dann hier auch reintun. Suchen. Hoffentlich packe ich da jetzt nicht irgendein Bild rein, was ich nicht drin haben will, was gefährlich für mich werden könnte. Das sollte aber nicht passieren. Das hier wäre Bild Nummer 2. Das ist nicht toll. Das ist auch toll. Dann kann man immer so zwischen den rumswitchen. Könnte man sogar ein GIF von machen. Dass das immer so rüber switcht. Das könnte ich sogar jetzt machen. Warum sind VTuber jetzt gerade in den Trends? Fällt mir ein, da könnte ich ja auch mal jetzt gerade was probieren. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, wahrscheinlich nicht. Sollte ich, glaube ich, nicht machen, während jetzt gerade ein Stream läuft und sollte das erstmal austesten, ob das überhaupt funktioniert. Ich könnte natürlich auch einfach so machen.
habe auch keine Ahnung, wie lange das hier jetzt noch dauert. Weil das hilft mir jetzt auch nicht, einfach irgendwie Spiele rauszusuchen und dann zu sagen, das machen wir jetzt, wenn wir das nicht zusammen ausmachen. Was könnte man denn zwischendrin machen? Hey. Obla di, obla da, obla di, obla da. Oh. Was machen wir denn jetzt? Wir könnten fast. Ja, das habe ich gerade vorgeschlagen. Du meintest nein. Nee, fast, du bist ein Hund. Ich rede mit deinem Hund, der soll fast machen. Der ist heute nicht da, weil der im Urlaub ist. Warum ist dein Hund im Urlaub? Der muss mit. Ist noch nicht alt genug, um allein nach Hause zu bleiben. Zu bleiben. Oh, ne. Oh, ne. Ja. Ah! Jo! Ah! Just wanna tell you how I'm feeling. Wanna make you understand. Okay, Phasmophobia. Gut. Update paused. 10 Megabyte. Was? 25 Megabyte. Du bist nicht neu, hör auf zu lügen. Wie, was hältst du von den Nasen? Sind die toll? Das sind richtige Zinken. Ich hab da jetzt auch dein Bild reingetan, das du noch gemacht hast. Ness. War aber mal cool, das auszutesten, so ein altes Spiel nochmal. Wir machen sehr oft Phasmophobia, aber das bietet sich ja halt auch regelrecht für sowas hier an, ne? Okay, das kannst du dann auch beantworten, ne? Sagst du nichts mehr? Come back. Sagst du noch was? Hallo? Cool. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ist weg. Ist wahrscheinlich der Computer abgestürzt. Ist toll, wenn man hier so Tiere hört. Hallo. Ha. Nee. Wieder bedüps. Du hast einfach nur gesagt, wieder bitte. Über die wieder. Oder? Machst du wieder einen Raum oder soll ich einen Raum machen? Keine Ahnung, mach du einen Raum, weil ich muss das gerade noch kurz updaten und Steam hat sich gerade geschlossen und keine Ahnung, was ist los. Ja. Keine Ahnung, was hier los ist. Ja. Das Tolle ist auch mal.
Man sieht hier einfach nur die Nase. Und ich plane da ganz viele von diesen Nasenbildern demnächst dann einfach zu nehmen. Okay, dann können wir jetzt ja wieder das umwechseln. Wie heißt es diesmal? Phasmophobia United. Phasmophobia in der Nase. Electric Boogaloo. Willst du, dass wir sterben? Löcher in der Nase. Löcher in der Nase. Lächerlich in der Nase. Altersheim. Das hilft. Ich finde auch schön, dass ich immer als Tag aus Australien habe. Genau. Österreich habe. Ich finde auch schön, dass ich hier... Warum braucht es eine Minute für fucking 25 Megabyte? Keine Ahnung. Ich finde auch schön, dass ich immer den Titel ändere, aber das ändert nie was wirklich hier. Keep Haring to Launch. Keep Haring. Loading game. Ich habe gerade, als du weg warst, kurz darüber nachgedacht, einfach hier so ein VTuber-Model reinzutun. Irgendwas, was gar nicht hierzu passt. Jack Sparrow. Und warum schreibt jetzt Gronkh komplett ohne Grund? Holy shit, warum ist Space Jam 2 bloß so scheiße? Ja, warum ist das wohl scheiße? Das erste war auch nicht gut. Ich meine, laut dem... Hat einen Typen, der sehr viel für das, wie Looney Tunes ist, verantwortlich ist, ist Space Jam scheiße. Weil der komplette Plot innerhalb von 2 Minuten gelöst hätte werden können. Allein schon, weil Bugs Bunny da ist. Hätten die nicht auch einfach sagen können, die wollen kein Spiel machen? Nee. Was hätten die Leute denn da tun können? LeBron. Baines. Der Braune. Das ist halt nicht mal falsch. Ja, so heißt er. Das ist halt nicht mal falsch. Der Schwarze. Das wäre das Französisch für der Braune. Willst du eine Map was und machst du ein Zeug rein? Ich mach mein Zeug rein. Mir leid, wenn ich eben deswegen auf die Schuhe getreten bin. Bleasdale Farmhouse oder Brownstone High School? Farmhouse. In the middle of Anfänger? Mittel. Fortgeschritten? Profi. Also du willst fortgeschritten? Ja. Warum kann ich hier eine Prozentanzahl unter deinem Namen wegmachen und hinmachen? Wahrscheinlich wie laut ich bin, keine Ahnung. Du machst gar keine Geräusche. Und warum bin nur ich bereit? In the middle of the farmhouse. Rennen ist nicht immer die beste Option, aber eine Option. Be careful in the dark, as a ghost take into.
Ich hätte gern mehr Strategiespiele aus der Ego-Perspektive. Ich nicht. Ich fände schon cool, wenn du so ein Shooter da hättest, wo du dann so ein Squad führst. Meinst du... Sowas wie Republic SWAT? Commando. Meinst du SWAT? Nein, ich meine sowas, wo das halt wirklich Bots sind und nicht irgendwie Dingens. Und dann machst du daraus ein Strategiespiel. Da fällt mir nicht, freue mich auf Ready or Not. Ja, nein. Ballern, dauer. Oder wie ging das? Ja, nein. Hier, kam. Ja, fuck. Alter Campervan. Ach, das kenne ich ja auch noch, ne? Campervan? Ich habe so ein Haus bei mir in der Nähe, das ist voll zerfallen, aber da ist irgendwie so ein Wohnwagen daneben. Ich glaube, in dem Wohnwagen haben die Leute, die dort wohnen, gewohnt. Oh. Und nicht in dem Haus. In dem Haus, da waren nämlich ganz viele Schafe drin, die haben wir freigelassen. Gut. Und dann haben wir das Haus so ein bisschen kaputt gehauen. Da kamen irgendwann dann Warum? Zwei Männer, die haben uns festgehalten, dann sind wir weggegangen. Hä? Ja. Haben wir gesagt, wir wissen nicht, was die von uns wollen. Ich weiß nicht, was bisher ist. Ich glaube, oben ist das. Wir waren rechts noch nicht. Warum sind hier zwei Schalter neben der Tür? Der eine für das linke und der andere für das rechte. Ein zum Putzen, ein zum Benutzen. Das ist mit dem Dingens. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Out. Das ist kein Zeichen. Out. Wir haben nicht mal geguckt, ob du auf uns beide hört. Gib uns ein Zeichen. Ich glaube, wir machen hier viel zu viel dicht an. Also hast du was oder nicht? Bisher noch nicht. Dann hier oben vielleicht. Ich krieg hier nichts rein. Der antwortet halt auch nicht, ne? Ja. Gib was zu sagen. Alter, der hat mit der Uhr getickt. Das macht die Uhr auch von selbst. Nein, das war der. Hast du die Tür geschlossen? Ja. Ich habe die Tür geöffnet. Okay. Ah. Gib uns ein Zeichen. Hat sich da gerade die Pflanze bewegt? Ich glaube nicht. Wie alt bist du? Okay. Bist du männlich? Das sah gerade aus, als hätte sich da eine Pflanze bewegt. Irgendwie kriege ich nichts rein. Hm. Aber da habe ich einen Knarzen gehört.
Response to everyone, Patricia Garcia. Ich weiß immer noch nicht so genau, wie man das Mikrofon benutzen soll. Ja, wie fasst es ein? Ich guck mal, wie es uns geht. Wie fasst es ein? Wir sind bei 74. Where are you? What are you oder where are you? Give us a sign. Where are you, hab ich gefragt. Give us a sign. Hier ist ein Knochen. Was? Fotografier. Wie alt bist du? Give us a sign. Hab's nur einfach mal eben kurz probiert, ob das klappt. Okay, ich fotografiere den. Muss ich eben Sachen wegtun. Ich finde das super, wie der seinen Finger da oben drauf tut, auch wenn mir das auch wieder beim Zugucken schon wieder wehtut. Weil der hat den Finger so komisch verkrümmt. Was ist sein? Wir sollten den ja eigentlich sehen, wenn der hier unten bald durch das Licht läuft. Hä? Ja, dann flackert's ja. Achso. Bei 7 Gäste immer? Ja. Ha. Wenn die an Licht vorbeigehen, dann flackert das. Und wenn du zu viel Licht anmachst, dann geht hier auch alles aus. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. So zum Beispiel. Ich guck eben nach. Kurz. Wo ist der? Da in dem Werkzeugraum. Sonst würde ich nämlich oben mal in dem reinen Raum da nochmal gucken. Wie alt bist du? Du kannst das sein. Hast du das Licht wieder angemacht? Jetzt. Wie alt bist du? Geht es einfach mal hier so. Jetzt lass es rein. Wie alt bist du? Ich weiß nicht, irgendwie passiert da nichts. Der Geist ist, hat sich einfach entschieden, dass der nicht in diesem Haus ist. Ja. Warum ist da ein Hackmesser? Ich weiß es nicht, das hängt da halt einfach. Das hängt da nicht. Das liegt. Ich meinte jetzt das Hackmesser oben, was in dem Spiegel drin Ach hängt. So. Ist es nicht eine Axt? Ach, das ist auch ein Hackmesser. Ist ja super. Ja. Wie alt bist du? Hinten hat was geknarzt. Hier war. Warte, du da. Hier war gerade kurz der Dingens ein bisschen. Oh Gott. Mich. Oh Gott, ich sehe ihn. Der stand vor mir.
habe mich in dem Moment noch schnell in dem Dingens versteckt. In dem Schrank. Ja. Und du musst halt wirklich alles ausmachen, leise sein. Habe ich. Sagen. Habe ich. Wir sind direkt auf 30 runter. Okay. Welcher war es nochmal, der richtig viel von uns wegzieht? Jurei. Ich habe eine Kamera aufgestellt, da wo ich vermutet habe, dass der ist. Dort siehst du da den Geisterorbs. Ich kann gucken. Habe ich auch extra bereit. Hat der dich da unten auch gekriegt, direkt? Ja. Der kam halt auch aus dem Raum. Alter, ich habe den links von mir, also da in den Raum, wo du gerade reinguckst, gehört. Und bevor er da irgendwie, ich habe den nicht rechts von mir ankommen sehen, sondern halt, er ist wahrscheinlich von links gekommen und hat mich ins Dunkel gebracht dadurch. Keine Ahnung. Also ich sehe da nichts in dem Raum. Aber bei mir in dem Raum, wo ich drin stand, da kam eine Schattenfigur. Okay. Und da habe ich auch gefragt und die Tatsache, dass ich den nicht fragen kann, würde zum Jurei halt auch tendieren, weil du kannst ja nicht fragen. Ja. 4 Temperaturen hätten wir dann ja gemerkt, wenn wir da gewesen wären. Aber ich werde da jetzt nicht nochmal reingehen, wir haben eh einen Knochen. Knochentrocken. Hast du Jurei? Ja. Hör auf, das ist doch Sachen. Übrigens, wenn ich das rumwerfe, oder? Hör auf, mit Sachen. Siehst du das auch, wenn ich. Warum? Siehst du das auch, wenn ich das einfach in der Hand hab? Nein, dann ist es weg. Gut. Yokai. Gut. Yokai Watch. Wir haben Brownstone High School, Tanglewood Street House und Willow Street House. Tingle Tangle. Oder Wildeho. Wildeho. Wilhelm. Und Astrea. Profi, fortgeschritten, Anfänger. Profi. Ohne irgendeine Dingens direkt rein oder was? Ja. Wir haben da keine Zeit, ne? Ja. Der kann uns direkt angreifen. Ja. Können potenziell alles verlieren. Ja. Das lass wohl meine Sorge sein. Wenn er dich jagt. Achte auf entfernte Geräusche. Jennifer Thompson. Wir können nicht sagen, ob der Geist auf 1 Personen oder Gruppen reagiert. Auf 1 Personen? Auf 1 Personen.
Gib uns ein Zeichen. Okay, der Breaker ist das. Der Breaker ist hinten. Ja. Jetzt ist er an. Ja. Ich mach einfach überall schon mal Licht an. Ja. Ich hab hier ein Signal. Also hier im Gang. Ja, ich bekomme ja auch 3 Grad. Wie alt bist du? Ich geh mal raus. Außerdem muss es da noch dunkel sein. Wie alt bist du? Antwortet nicht. Okay. Bringe ich Zeug rein. So. Buch DOTS. Buch dort. Gerade Rocks Rock. Setzen wir da das noch hin, dann so ein Soundsensor. How old are you? Okay. Dann brauchen wir noch Kameras. Eine Kamera habe ich schon aufgestellt. Wie geht's uns? 80, 90. 2010. Da sieht man sehr wenig, weil da Licht an ist. Ja. So ein bisschen weit entfernt von dem Ort, wo wir da eigentlich gucken wollen. Mhm. Wir haben viele Kameras. Everything. Kannst du That's diese creepy. Tischlampe da mal ausmalen? Die ist aus. Ich lass mein haariges Ding immer bei dir. Are you with us? Smithers. Smithers? So, wir können da noch Räucherstäbchen und Salz hin tun. Hier ist jetzt plötzlich wieder wärmer. Vielleicht ist der gewandert. So, das ist auf jeden Fall der Bereich von dem, weil ich bin da gerade mit Räucherstäbchen reingegangen und das hat gezählt. Okay. Hast du die Tür gerade geschlossen? Nee, aber ich hab den Gnatmen gehört. Der hat die Tür hier gerade geschlossen. Gut. Hinter mir.
da noch reinbringen kann. Vielleicht eine super tolle Kamera, die vor dem Teil steht. Vor der Tür hier, das macht Sinn. Hält man das überhaupt auf? So, das ist die falsche Kamera, das ist die Fotokamera. Warum habe ich die Fotokamera? Hier in der Kammer ist jetzt kalt. In welcher? In der Besenkammer vor der Garage. Ist der da denn auch? War es zumindest gerade kalt. Karl war es. Karl! Soll ich da auch mal eine Kamera hinstellen? Habe ich gerade schon. Soll ich da auch noch ein DOTS hinstellen? Und ein Buch hinbringen? Geht zu uns. Bis auf 57 schon runter. Immer Pillen. Gastorps. Ja, und hier ist ein Fußabdruck. Okay. Hinten in der Kammer, Geisterorps. Bei der Kammer, wo du gerade vorbeigelaufen bist. Ach so, in der Kammer davor? Ja, in der Kammer vor der Garage. Hallo. Banshee oder Hantu? Allein wegen Geisterorbs. Und Fingerprints, du hast der Fußabdrücke gesehen. Ich habe keine Fußabdrücke gesehen. Ich habe einen Footprint in dem Dingens gesehen. Das gibt nicht automatisch Fingerprints. Ich dachte, du meintest Fußabdrücke im Sinne von grün. Selbst, also die werden auch grün, wenn die einfach nur durch Salz laufen. Das hilft uns aber nicht unbedingt weiter, weil das sind ja keine Fingerprints. Ich dachte, das hieß immer Fingerprints auch. Nee, das war immer falsch und das habe ich auch mal damals gesagt. Ich habe einen Fingerprint. Poop. Weil ich habe die Footprints nicht als grün gesehen. Hand brauchen wir Freezing Temperatures und für Banshee? Oder mein Dresspartner? Für Hantu. Ja, Freezing Temperatures und für Banshee. Obwohl, nee. DOTS. Banshee oder Hunt mit Ghost Orb? Banshee oder Hunt? Warum macht die Banshee jetzt Dots? Weil Dots haben die jetzt aber überall reingetan. Aber warum macht die Banshee Dots? Keine Ahnung. Der Banshee ist kalt. Dots. Ich hab da gerade jemanden durchrennen sehen. Okay. DOTS. Tu, was du willst. Wurde gerade die Tür geschlossen? Ich hab die gerade geschlossen. Wir haben es. Wir verlassen das Haus. Dann müssen wir doch. Ja, jetzt müssten wir eigentlich nur noch die 25 Geisteszustandswert kriegen, aber das ist dämlich, das lassen wir. Wie sieht das jetzt aus? Bist du Banshee? Da wartest du einfach mal. Hast du das noch nie gesehen? Hä? Wenn der da durchläuft. Okay, du siehst ihm. Nee, ich meine, du siehst immer noch durch die Tür durch, meine ich. Ja. Obwohl ich die Tür geschlossen habe. Hast du jetzt eigentlich mal DOTS gesehen? Ja. Wenn der da drin rumläuft. Ja, ich hab das zuerst gesehen. Ich hab das mit dir in der Kamera gesehen. Als du da drin standst im Raum. Ich hab das damals zuerst gesehen, als wir das erste Mal Dots gesehen haben. Das ist dann 9-mal Multiplikator 0 und dreifach. Herzlichen Glückwunsch, mit jetzt Level 40. Ha! Okay, Level 40? Level 40. Level pelzig. Wähle einen Job. Wir hätten Brownstone High School, Tanglewood Street House, Willow Street House und Asylum.
Willow. Profi, Anfänger, Fortgeschritten. Profi. Also Anfänger. Hä? Keine Ahnung. Pisse. Wir verlieren bei allem genauso viel. Da musst du nur einmal Pech haben und dann kommt einer, der ist doch egal, das mit den 50%. Und dann weißt du auch eh, dass das ein Dämon ist. Ja. James Thomas. Geist scheint nur Personen, die allein sind, zu antworten. Sein Zeichen. Piep. Gib uns ein Zeichen. Warst du das? Nee, das war das Auto. So, hier können wir Licht anmachen. Und sein Zeichen. Kein Grund, ein V zu werden. Oh. 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 Hey. Hey. Hey, du. Zieh mich an. Hey, schau mich an. Was soll ich da sehen? Hier wurde eine Tür geöffnet irgendwo. Hä? Das war... Nein, Absatz. Ziemlich noch von der... Abseits von dir, da habe ich gerade dieses blüpp blüpp gehört. Blüpp blüpp blüpp. Sein Zeichen. Hast du das gerade gehört? Nö. Der hat so ein... Hier ist ein Knochen. ...gemacht. Ist. Ja, der ist da. Fass. Ja, das spielen wir. Hier knarzt irgendwo. Hier oben. Wie galt? Wie galt? Wie galt, ja. Wie die galt, ja. Ich mach mal eben ein Foto von dem Knochen. Ja. Uns geht's noch Nick relativ Blum. Gut. Hier wurde eine Tür wieder betätigt. Der hat mit dem Licht geflackert. Die Tür hier hat sich gerade bewegt. Ja, der hat in dem Raum neben der Garage mit dem Licht geflackert. Ja, dann wird er da wohl drin sein. Soll ich dir eben mit dem reden? Hä?
alt bist du? Es geht, wenn du rausgehst. Wie alt bist du? Bist du männlich? Scheinbar interessiert den das nicht. Aber der hat die Tür hier wieder betätigt. Warum hast du hier das Licht ausgemacht? Ja. Hast du dich versteckt? Was? Du bist gerade vorhin an mir vorbeigelaufen. Das Licht ist aus. Der ist hier irgendwo drin. Der betätigt die Tür hier vorne immer. Ich pack das alles schon mal hier rein. So. Blä-lu. Wenn der mal die Tür da bewegt, dann tue ich da einfach einen Bewegungssensor hin. Nur der Mann im Mond. Der hat schon wieder eine Tür benutzt. Ich weiß nicht welche. In irgendeiner Klinke hat der dran. Rumgetappert. Fingerprint. Und wo? In der Garage. DOTS. Stop lights. People. Oder vielleicht nicht noch eher wohin hängen, wo es auch von oben nach unten überall durchgeht und nicht nur von dem Teil hier blockiert wird. Keine Ahnung. Warum hast du da ein Bild vorgetragen? Hier, da kannst du auch jemanden angucken, den magst du vielleicht. Ja, Inspiration. Wie sieht das aus, wenn du rennst? Wow. Ein Charaktermodel geht einfach nur... Also das geht nicht schneller, das macht die Animation auch nicht schneller. Guck dir das bei mir an. Gut, mach die Lampe aus. Also mein Charaktermodel rennt nicht schneller, das bewegt sich einfach nur schneller. Also anders gesagt, wenn du mich jetzt ansiehst... Kann man rückwärts auch schneller laufen? Ja. Da sieht man viel. Bin ich aber besser platziert. There's a fire started. Ich kann da halt auch nichts in dem DOTS erkennen hier drin. So wie das da steht, kann auch sein, dass der wieder in den Nebenraum drin ist. Okay. Ich pack da noch mehr Kameras rein. Besonders eine Kamera, die in den Nebenraum reinguckt. Warum ist hier schon wieder überall Licht aus? Keine Ahnung.
Fuck you. So, hier mache ich eine Kamera hin, damit man in den Nebenraum reingucken kann. Das muss besser gedreht sein. Kann der Geist bitte damit aufhören? Reingeschrieben wurde hier auch noch nicht. Jetzt aufhört mit dem Licht. Geil, danke. Wo ist der EKG? Der Geist macht gerade was. So, ist vorbei. Hä? Trotzdem, wo ist der EKG? Du gehst einfach weit. Ja? Der liegt auch in der Küche. Okay. Wir waren übrigens nicht auf 50 runter, ne? Ja. Aber er hat doch nicht gejagt, oder? Doch, der hat gejagt. Der war doch überall Licht jetzt gerade und die Tür ist vor mir zugegangen. Oh. Where are you? Nirgendwo anscheinend. Ich bin einfach die ganze Zeit umgegangen, weil ich gedacht habe, der jagt nicht. Das war eine andere Jagd. Da hat alles andere geleuchtet. Es könnte ein Dämon sein, ich weiß es aber nicht. Wir haben Fingerabdrücke, geht das für Dämon? Ja, Ghostbusting und Freezing bräuchten wir aber dafür und wir sind nirgendwo nahe Freezing. Nahe aus Steins Gate. Es wird ein Galli... Jetzt sagt er. Es wird ein Galli-Bimli. Ich bin tot. Cool. Warum war ich gerade in der Forest-Höhle, wenn man verschleppt wird? Da gibt's jetzt auch andere Sachen. Also Dämon, ich weiß es nicht. Und der hat halt schon vorher angegriffen und ich weiß nicht, welcher davon das nochmal war, der das gemacht hat, aber ich meine, es wäre Dämon. Der einfach vor 50 schon angreift. Soll ich eben nachgucken oder einfach Dämon, drücken? Dämon has been known to attack without a reason. Ja, das ist was anderes. Soll ich eben nachgucken im Internet oder soll ich das wegdrücken? Hat mein Gast mich mitgenommen? Dämon, sag ich ja. Der hat einfach schon vorher angegriffen, obwohl er es nicht durfte. Oh, der hält sich an keiner Regeln, der ist eine Loskanone. Eine lose Kanone. Wie eine Unterhose. Ridgefield Roadhouse, Grafton Farmhouse, Brownstone High School und Willow Street House. Noch wohl was? Ridgefield Roadhouse, Grafton Farmhouse, Brownstone High School und Willow Street House. Farmhouse. Fortgeschritten Profi-Anfänger. Profi. Warum willst du mal Profi? Weil das bisher am einfachsten war. Das ist gleich nicht mehr einfach, wenn du einfach stirbst. Pussy.
kriegt man dann auch einen Multiplikator auf die Versicherung. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Das Farmhaus nicht und ich verstehe auch nicht, warum es da immer eine zusätzliche Kamera für draußen gibt. Die bringt einem nichts. Mary Garcia. Wie viele Leute? Müssen wir herausfinden. Ja, ist ja sowieso immer bei Profi. Are you with us? Where are you? How old are you? Hast du direkt den richtigen Raum? Ich meine, hier ist zumindest 4 Grad. 3 Grad. Dann lass ich hier alles direkt liegen. Wie alt bist du? Kann ja sein, dass das für 2 Leute klappt. Warum ist die Tür gerade zugegangen, ohne dass du da warst? Gummiband. Gummiband. Du kleiner Elefant. Fick dich in meine Hand. Dotze. Uno. Otze. Der Breaker ist das. Ich meine, wir haben eh kein Licht angemacht. Ja. Geht an den Breaker dran. Oh, guck mal, ich Schelm. Schelm, das Wort habe ich ewig nicht mehr gehört. Wir haben ein Geister-Event gesehen scheinbar und wir sind schon auf 90 runter. Oh. Machst du das? Ja, ich habe nach Fingerabdrücken gesucht. Da reingeschrieben? Nee. Machst du das immer? Ja. Normalerweise schließt einen das ein, wenn das passiert. Cool. Da sehe ich viel. Das so zu stellen hilft uns nur, wenn da Geister oben sind. Ja. Wir sehen auf jeden Fall, dass er da durchläuft. Kannst da gern noch mehr Kameras hinstellen. Warum gehst du da hin? Ich habe auf den D gedrückt. So, here we are, got a new ghost hunt with me, the flock person, I don't know, ich bin im Flug. Im Verzug, yo. Da sehe ich viel. Warum musst du die immer so weit entfernt wegtun? Ich packe sie einfach irgendwo hin.
Du packst sie immer so weit entfernt von dem DOTS, dass ich gar nichts erkennen kann da drin. Er hat irgendwo eine Tür benutzt. Fingerabdruck. Machst du da gerade Licht? Freezing temperatures. Wo? In dem Raum links vom Eingang direkt. Hast du da auch schon versucht zu reden? Jin, Dämon und Hantu. Gut. How old are you? Where are you? Will nicht. Ich brauch noch EMF Level 5 für Jin. Für Hantu brauchen wir Geisterorbs. Also im Raum daneben meinst du? Ja. Eine der Kamera sollte da schon reingucken. Ich kann da auf einer Kamera noch reintun. Alter, ich sehe dich. Cool. Sieht man auf der neuen Kamera überhaupt irgendwas? Cool. Ja. Er hat das Ding jetzt wieder ausgelöst. Hast du einfach ein DOTS auf den Boden gelegt? Ja. Brauchen wir das überhaupt? Keine Ahnung. Jin Demon Hantu? Ich glaub nicht. Wir brauchen das nicht. Stimmt. Wir können beide raus tun. Oder einfach auf den Boden werfen. How old are you? Null. Ist das die Antwort? Nein, null Antwort. Könntest dir mal eine Pille reintun? Warum bin ich auf 90 plötzlich wieder? Keine Ahnung. Du bist die Pille. Wie hieß der nochmal? Mary Garcia. Ein Spiel hängt. Mary Garcia. Ein Spiel hängt. Ja, du läufst hier auf der Stelle. Ich hab'n. Bewegst dich. Ich höre noch alles, was passiert.
Geh mal geradeaus. Mein Bildschirm ist eingefroren. Dann dreh dich rechts. Geh geradeaus. Du bist gerade aus dem Haus gelaufen. Gut. Geh weiter. Ein bisschen weiter rechts drehen. Du läufst gerade am Auto vorbei. Du bist gegen den Zaun gelaufen. Du läufst immer noch gegen den Zaun. Ja. Ach, reden kannst du auch noch. Ich habe ein Standbild. Ja, du kannst noch spielen. Der hat ein Spiel eingefroren. Du kannst während einer Jagd einen Geist mit Räucherstäbchen verjagen. Gut. Klingt für mich ein bisschen drastisch. Ja. Ich guck mal, dass ich da noch eine Kamera rein tut. Ich sehe da kaum was. Ich sehe auch kaum was. Du kannst bei mir den Stream gucken. Ich guess. Und ja, ich uns. Cool. Also das ist jedenfalls hier reingeschafft, ist doch schon mal etwas. Schon wieder da vorne rum. Also Geisterorbs habe ich hier nicht gesehen. Ich kann mir halt vorstellen, dass das Dingens da ausschlägt. Also EMF Ebene 5 könnte ich mir vorstellen. Glaubst du, das kannst du einstellen? Dass du da Gin rauskriegst? Nee. Jetzt drückst du auf. Wie geht das überhaupt? Keine Ahnung. Ist ja noch gruseliger, wenn man dich einfach hier nur anguckt und wie du dein Licht halt irgendwie so einen Meter über dir zündest. Ich glaube nicht mal, dass dein Geist drin ist. Das Tolle ist, wenn du da draußen rumläufst, kann ich hier nicht mal weg. Du schaffst es hier auch noch rein. Beste Glitch. Beste! Es war ein Gin. Ich hatte recht. Mein Spiel ist gecrashed. Ich hatte recht. Mein Spiel ist gecrashed. Du hattest recht. Ich glaube, ich würde für jeden aber Tschüss sagen. Das ist wie diese einen Charaktere aus Speed Racer. Ja, ne? Wendest du hier in den Stream? Gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diesen Stream. Wir sehen uns in irgendeinem anderen Stream, in einem anderen Video, was weiß ich. Ihr könnt mich wie immer auf Twitter, auf Twitch, auf YouTube finden und wir machen dann demnächst wieder einen Stream, keine Ahnung. Ja,
Die Nase will auch noch Schüsse. Ist wie ein Penis. Also die Nase. Ja. Und die Nase. Ciao. Ciao.